Und wir sind wieder zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ich hatte gerade The Elder Scrolls Online angesprochen. Zu Skyrim solltet ihr im letzten Part sagen, was ihr davon haltet, beziehungsweise ob ihr daran Interesse hättet, weil ich es ja schon hätte, aber da könnte man jetzt natürlich wirklich die Frage stellen, warum nicht The Elder Scrolls Online? Es ist das neue Spiel, es ist, es kennt vielleicht noch nicht jeder, Skyrim könnte man eventuell schon sagen, ist ausgenudelt. Das Ding bei The Elder Scrolls Online ist neben der Tatsache, dass es wirklich noch im Monat Geld kostet, auch die Tatsache, dass es im Vergleich zu Skyrim nicht so atmosphärisch ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit das jetzt mit dem richtigen Spiel, mit der Vollversion ist. Ich habe es damals zur Beta gespielt, zur Closed Beta, Anfang diesen Jahres. Und fand es eigentlich ziemlich nice. Fand es ziemlich gut, fand es ziemlich nett, aber im Vergleich zu Skyrim, wenn man wirklich nüchtern dran gegangen ist, war es eine Enttäuschung. Damals hat es mich geflasht, bin ich ganz ehrlich, aber wenn man es jetzt im Nachhinein mit dem nüchternen Verstand beurteilt und sich da allen Ernstes überlegt, na, sind meine Erwartungen da auch wirklich erfüllt worden, dann muss man ganz klar sagen, nein, sind sie nicht. Skyrim ist atmosphärisch auf einer ganz anderen Liga als Teso. Auf einer komplett anderen Liga. Und das liegt zum Teil einfach auch daran, dass man versucht hat, ein Singleplayer-Spiel für Multiplayer zu programmieren. Das geht nun mal einfach schief. Was soll man dazu sagen? Naja. Und, also es würde mir mit Sicherheit auch Spaß machen, das Ganze nochmal irgendwie zu spielen, aber nicht solange es noch Geld kostet. Und das wird es noch eine ganze Zeit lang. Und dann kommt jetzt auch WoW und mich dann komplett auf einen Online-RPG, auf einen MMORPG einzustellen. Nee, das funktioniert nicht. Außerdem ist WoW, was MMORPGs angeht, sowieso der Maßstab aller Dinge. Und gerade als ureingespielter Vanilla-Player vergleicht man alle MMORPGs mit WoW. Alle. Und da hatte The Elder Scrolls Online einfach keine Chance. Man erwartet bei The Elder Scrolls Online Skyrim für mehrere Spieler. Bekommt man aber nicht in der Hinsicht. Bekommt man aber einfach nicht. Muss man ganz klar sagen. The Elder Scrolls Online ist nicht so cool wie Skyrim. Aber Skyrim ist nach wie vor ein Juwel, das ich auf jeden Fall nochmal meine Beachtung schenken möchte. Auf jeden Fall. Am liebsten in einem Let's Play, aber im Zweifel dann auch privat, wenn es keiner von euch sehen möchte. Deswegen ist es hier die ganze... Es ist einfach meine ernst gemeinte Frage, was ihr davon haltet. Also mich wird es sehr stark reizen. Das Ding ist halt nur, dann habe ich plötzlich 4 Projekte am Tag. Wobei, dazu muss man natürlich auch sagen, ich glaube, keiner von euch guckt alles. Das geht ja zeitlich gar nicht. Das heißt, jeder hat so seine Schmuckstücke, beziehungsweise seine... Schmuckstücke ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Seine Interessen da irgendwie vertreten. Einer mag WoW lieber als Harveys neue Augen. Einer mag Gothic 2, aber nicht WoW. Das gibt's halt alles wahrscheinlich im Zweifel. Und dementsprechend ist es ja nicht schlimm, wenn ich dann einfach noch ein viertes Projekt starte. Wobei Harveys neue Augen natürlich auch jetzt in nächster Zeit... Also Harveys neue Augen geht noch vielleicht 2 Wochen maximal. Also ich denke, dass ich das noch im November abhaken werde. Das heißt, ich denke, ich weiß, dass ich es im November abhaken werde. Und wenn wir wirklich sagen, hey, komm, wir fangen wieder mit Skyrim an, dann würde Skyrim auch definitiv noch im November starten. Naja. Ich möchte jetzt auch gar nicht so weit ausschmücken. Wie gesagt, im letzten Part solltet ihr mir das mal in die Comments schreiben. Ihr könnt es auch hier nochmal schreiben, wenn ich es da nicht gesehen habe, obwohl ich mich da sehr wundern würde, weil ich wirklich alle Kommentare lese. Del Madres.
Was zur Hölle ist das für eine Quest? Ach. Hier gibt's einen Mount. Na, das ist ja mal interessant. Wo kriegt man denn die Schnur? Ach so, hier, Winterquell, Junges. Ah, okay. Kriegt man Daily Quests. Muss man also 20 Tage warten, bevor man diese Quest hier abschließen kann. Das ist natürlich dezent problematisch und das kriege ich im Zweifel nicht in nächster Zeit hin. Erstmal werde ich jetzt hier alles ticken. Das ist schon wieder ein Haufen an Messi-Zeug angesammelt. Und das ist leider alles gar nichts wert. Obwohl wir mittlerweile auch 931 Gold haben. Eine nicht unbetrachtliche Menge. Hier kann ich den Stoff sammeln. Joa. Willkommen. Stöbert nach eurem Belieben. Kann ich ja machen, die Quest. Ist insoweit ja nicht störend. Die Frage ist nur, inwieweit wir uns mit dieser Daily Quest hier beschäftigen können. Obwohl es natürlich cool wäre, das Mount hier irgendwie noch abzusahnen. Müssen wir mal schauen, wie sich das ergibt in nächster Zeit. Vielleicht komme ich dazu, in nächster Zeit hier mal ein bisschen öfter hinzugehen. Wir sind ja Magier. Und von der Nasus hierhin dauert es ja nicht so lange. Von Part zu Part kann ich ja durchaus mal hier hin und eine Daily Quest hier erledigen. Vorhin habe ich mich mal übrigens gefragt, woher immer diese verdammten Eiswind-Chimären kommen. Aber die kommen immer, wenn man die verdammten Eier lootet, beziehungsweise da gibt es eine Chance, dass die kommen. Ist natürlich ganz sinnvoll, dass man sich das mal irgendwie bewusst macht. Kommt einer? Ja. Nice, da habe ich was gepult. Ach Gott sei Dank nur den scheiß Fuchs. Ich dachte, ich hätte den Hordler da hinten angegriffen. Das ist nämlich ein Questgeber und der eine ist Stufe 40. Oder? 53. Okay, hätte ich sogar angreifen können. Ohne Probleme. Was mache ich mir denn Angst vor einem Stufe 40er? Ich hatte irgendwie gerade so im Hinterkopf den Gedanken, irgendwie, ich bin nicht Stufe 58, sondern irgendwie Stufe 18 oder so. Komisch. So, aber das sollte uns jetzt... Na, Level Up nicht. Nee, noch nicht Level Up, aber... Demnächst sollten wir Level Up werden. Auf jeden Fall noch in diesem Part, denke ich. Leider viel schlechter als das, was ich habe. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Ja, und soweit haben wir jetzt hier die Quests abgehakt. Das heißt, ich werde jetzt als erstes noch diese Quest mit meinem kleinen, für meinen kleinen Tiger hier machen. Sammelt 6 Stück Räucherfleisch aus einem der beiden Lager der Winterfell-Fullbox in Winterquell und verfüttert sie an euer Winterquell-Junges. Da kann ich nur hoffen, dass dieses verdammte Fleisch auch zu einer guten Chance droppt und nicht so zu einer Gümmelchance von 1 zu 10 oder so. Das wäre natürlich wirklich der absolute Mist. Also dann, es wäre unschön, sagen wir es mal so.
Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass heute noch ein Invite kommt, aber irgendwie können wir uns von dieser Idee wohl verabschieden. Gut, wir haben jetzt den ersten. Ich habe dieses Jahr mal zu Halloween. Beziehungsweise eigentlich ist es ja Reformationstag. Es gibt ja viele Evangelien, die das nicht so toll finden, wenn man da sagt, dass der vom 31. auf den 1. Halloween ist und nicht Reformationstag. Und auch viele Patrioten sagen dann, das ist amerikanisch eingeschleppt und whatever. Ich habe nichts gegen Halloween. Ich finde es irgendwie von der Stimmung her, finde ich Halloween richtig klasse. Ich mag das irgendwie, das Gefühl, dass irgendwie irgendwas Unheimliches geschieht. Keine Ahnung, da bin ich wohl auch ein bisschen kindisch geblieben. Und dieses Jahr habe ich mir zu Halloween mal für unsere Tür draußen auch mal wieder einen verdammten Kürbis geschnitzt. Einen richtig nicen Kürbis. Ah. Wir haben nämlich bei uns in unserem Garten wir haben noch außerhalb quasi so eine Art Schrebergarten, möchte ich das so nennen. Auf jeden Fall noch ein zweites Grundstück, ist recht groß und dort wuchern die Kürbisse wie was weiß ich, also wie Unkraut. Und dort habe ich mir den größten Kürbis rausgesucht, der hat ohne Scheiß bestimmt 40 Kilo gewogen. Hab den zum Auto geschleppt, bin dann damit nach Hause gefahren und hab den dann ausgehöhlt. Ich sehe gerade, dass dieses Räucherfleisch hier aufgehoben werden muss und muss nicht von denen gedroppt werden. Das ist natürlich schön. Das mit dem Kürbis habe ich übrigens schon vorgestern gemacht, also am 29. oder 30. 30. oder 29. sowas um den Dreh. Oh, und das gab... Die Innereien haben ohne Scheiß haben bestimmt 20 Kilo gewogen. Also das ganze Kürbisfleisch und was dann noch alles drin ist. Die Kerne, whatever. Aber der Kürbis, der ist auch hübsch geworden. Wenn ich jetzt ein aktiver Twitterer und Instagrammer wäre, hätte ich davon ein Bild gemacht und da hochgeladen. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Ich habe ja... Theoretisch würde es mich ja reizen, einen Twitter-Account oder so einen Instagram-Account zu machen, aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Ich bin im Moment in einer Situation, wo ich 45 Abonnenten habe, glaube ich. Und ich bin nicht so arrogant zu meinen, dass es auch nur einen von denen interessiert. Ob ich ein verdammtes Bild auf Instagram poste oder auf Twitter oder nicht. Also ergibt das für mich schon mal an dieser Stelle einfach keinen Sinn. Wie das allerdings aussehen würde, keine Ahnung. Wenn ich das 10-fache oder 100-fache an Abonnenten, an Zuschauern hätte, dann würde das wahrscheinlich mehr Sinn machen. Also ich kann euch garantieren, wenn irgendwann mal der unwahrscheinliche Fall eintreten wird, dass ich mehrere Leute hier erreichen werde, mache ich mir auch einen Twitter-Account. Ein Twitter-Account oder ein Instagram-Account oder vielleicht beides, wer weiß. Ein Smartphone hätte ich. Ich habe so ein altes Guffel-Smartphone. Samsung Galaxy S2. Das habe ich vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall schon sehr lange. Ich glaube eher realistisch ist 3 Jahre, als es noch relativ neu war. Gekauft. In der Zwischenzeit ist es einmal komplett kaputt gegangen, ist der Bildschirm gebrochen, konnte repariert werden. Und seitdem ist es eigentlich ganz in Ordnung, tut, was es tun soll. Einzige Problem, was ich mit dem Handy habe, ist die App Twitch. Ich liege abends gerne im Bett und gucke noch eine Runde auf Twitch und da ich ja kein iPad oder sonstiges wie nennt man die Dinger nochmal? Pad hätte. Tablet. Genau. Tablets heißen die wunderschönen Dinger. Da ich ja sonst kein anderes Tablet habe, bleibt mir eigentlich nur mein Handy. Und eigentlich habe ich damit kein Problem, da, keine Ahnung, ein bisschen Streams drauf anzusehen. Allerdings schmiert das bei mir in letzter Zeit einfach immer wieder ab. Ich wähle das aus. Zack, dieses Video, zack, jenes Video. Und dann schmiert das Ding einfach ab. Das ist natürlich ganz großes Kino. Und das ist das Einzige, was mich stört und was mich dazu reizen würde, irgendwie ein neues Handy anzuschaffen. Aber da das ja bei weitem
für mich nicht ein Grund genug wäre, ganz zu schweigen, dass ich mir sowieso nicht leisten könnte, ein Handy anzuschaffen, ein neues. Tja, sind wir schon wieder Level up geworden durch Entdeckungs-EP. Hallo? Kommt so ein neues Handy natürlich nicht für mich in Frage. Gut, Leute, ich sehe jetzt gerade auf die Uhr und merke schon wieder, dass die Zeit wieder zu fortgeschritten ist. Ich mache hier eine kleine Pause und im nächsten Part hören wir uns wieder. Bis dahin, ciao.